Antrag gestellt, weil die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, die wegen der Klimaveränderung viele Menschen umtreibt, auf Antworten warten. Es ist interessant, dass beim Ranking der Sorgen, die sich die Menschen machen, die Klimaveränderung an erster Stelle steht. Und es gibt gute Gründe dafür. In Kassel haben wir, so jedenfalls unsere Einschätzung, noch nicht genügend Dynamik, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Und wir haben aber einen Klimaschutzrat, der ein ganzes Bündel von Maßnahmen entwickelt und vorgeschlagen hat und sie auch wissenschaftlich untersetzt. Und dazu gehört eben eine solche Wärmeleitplanung. Wir haben jetzt mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zusätzlich noch das Thema Energiesicherheit auf der Tagesordnung und tatsächlich gehen die Scientists for Future davon aus, dass die 500.000 Terawattstunden pro Jahr Erdgas, die noch in diesem Jahr von Russland bezogen wurden, ersetzt werden könnten, wenn ein solches Wärmetransformationskonzept zügig umgesetzt werden würde. Also es gibt zwei gute Gründe, da zur Sache zu kommen. Ich habe mal gesucht in der Vorbereitung jetzt auch auf diese Sitzung im Internet, was finde ich unter der Überschrift Kassel und Wärmeleitplanung und tatsächlich oder Wärmewende statt Kassel. Da findet man Einträge vom Klimaschutzbeirat, die Maßnahmenpakete. Es gibt von der Universität Kassel Arbeiten dazu. Kassel Kohlefrei hat sich dazu positioniert, die Scientists for Future und nicht zuletzt unsere Fraktion. Aber weder der Magistrat noch das zuständige Dezernat, auch nicht der Oberbürgermeister oder die Stadt Kassel sind mit dieser Eintragung verknüpft. Und das finde ich schwierig. Also eigentlich müsste dort erscheinen, Stadt Kassel, Wärmewende, das ist unser Maßnahmenpaket. Das vermissen wir und deshalb haben wir den Antrag gestellt, dass ein solches Konzept erstellt und vorgestellt wird und dass dieses Konzept eben auch dem Vorschlag des Klimaschutzrates folgt. Und ein wesentlicher Teil dieses Konzeptes besteht darin, dass festgestellt werden muss, wie der Status quo ist und in welchen Schritten der Status quo verändert werden kann mit Nahwärme, Fernwärme, Quartierskonzepten, Wärmespeichern, Großwärmepumpen, Solarthermie, Thermie, Abfall, Reststoffverbrennung. Also ein Plan, ein systematischer Plan, der eben auch einen Zeithorizont darlegt. So etwas gibt es bisher nicht, aber das brauchen wir dringend. Und die Maßnahme ist, auch diese Maßnahme ist schon vor 2 Jahren einhellig von der zuständigen Themenwerkstatt im Klimaschutzbeirat verabschiedet worden und auch vom Klimaschutzbeirat. Und die 2 Jahre sind verstrichen und wir sehen das Konzept nicht von vorne auf die Tube drücken. Frau Koch, dann Frau Wilmers und dann.